Hi und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Freiheitsliebe Leben. Ich möchte heute nochmal mit euch über das Thema Konsum sprechen und zwar in Richtung weniger ist mehr. Das Thema Minimalismus, aber eben auch Frugalismus wird im Moment echt immer wichtiger, seitdem die Spritpreise über 2 Euro sind, Getreide und Öl demnächst wirklich richtig teuer werden oder manche Sachen einfach nicht mehr lieferbar sein werden. Müssen wir uns oder sollten wir uns zumindest ein bisschen mehr mit unserem Konsum beschäftigen und uns fragen, ob weniger nicht wirklich doch manchmal mehr ist. Wenn du also vielleicht ein paar Anregungen, ein paar Ideen oder einfach ein bisschen Inspiration zu den Themen Minimalismus oder Frugalismus suchst, dann bist du in diesem Video auf jeden Fall genau richtig. Ich möchte mit euch heute 3 Themenbereiche durchgehen, in denen wir uns ein bisschen umschauen können, um unseren Konsum nachhaltig zu reduzieren. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin seit 4-5 Jahren ungefähr Minimalistin, reduziere meinen Besitz immer und immer weiter und habe die ersten Kontakte mit dem Thema Frugalismus auch so vor 1,5 Jahren ungefähr gemacht. Bin jetzt keine extrem Frugalistin mehr, die sich irgendwie wirklich alles so vom Mund abspart oder so. Aber ich finde es nach wie vor wirklich wichtig, auf seine Finanzen zu achten und hoffe, ich kann euch hier den ein oder anderen Tipp mitgeben, damit ihr auch wirklich unbeschwert durch die nächste Zeit kommt. Immer mehr haben zu wollen, ist natürlich in erster Linie erstmal total menschlich. Das sind allerdings Bedürfnisse, die kommen natürlich irgendwie aus einer ganz anderen Zeit. Heutzutage sind wir so im Überfluss, wir leben in so einer extremen Konsumgesellschaft. Wir können theoretisch in den Laden gehen und können uns Essen besorgen, sodass wir im Leben nie wieder hungern müssen. Sowas gab es früher natürlich überhaupt nicht und es ist ganz verständlich, dass dieser Drang nach mehr haben wollen auch an normalen Besitztümern halt einfach irgendwie in uns steckt. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in diesem Bereich viel mehr Achtsamkeit an den Tag legen und unser Konsumverhalten wirklich hinterfragen. Denn ein Leben als Minimalist, also mit weniger Dingen, ist sehr, sehr viel einfacher, ist sehr viel leichter und oftmals natürlich auch eben günstiger, wo wir dann natürlich auch so ein bisschen in den Bereich Frugalismus reinrutschen. Heute gilt oft die Devise, lieber mehr Besitz als irgendwie mehr Glück oder mehr Freude oder mehr Zufriedenheit. Wir denken oft, dass Besitz irgendwie glücklich macht und zufrieden macht. Ja, wir wissen aber eigentlich auch, dass dem nicht so ist. Und deswegen ist der erste Bereich, den wir achtsam überdenken dürfen, der Bereich Besitz. Wir können uns einfach mal umschauen, so in unserer Wohnung. Was haben wir eigentlich? Was haben wir an Möbeln? Was haben wir irgendwie an Gebrauchsgegenständen? Was haben wir vielleicht an Verbrauchsgegenständen, die wir eigentlich überhaupt gar nicht brauchen? Denn oftmals sind auch solche Dinge Kostenfresser, Platzfresser. Denn nicht nur das Auto zum Beispiel, was ja irgendwie versichert werden will, was getankt werden will, was repariert werden möchte, kostet natürlich auch im Nachhinein Geld, auch wenn wir uns das einmal angeschafft haben. Ob wir jetzt wirklich jeden Tag die Wohnung saugen müssen oder ob wir vielleicht einfach mal den Besen nehmen können, müssen wir uns einfach selbst beantworten. Das Ganze geht aber bis hin in komplett andere Bereiche. Wenn wir uns eine neue Garderobenstange zum Beispiel zulegen, brauchen wir hinterher vielleicht auch noch neue Kleiderbügel. Anstatt die Dinge immer an die Haken zu hängen, die hinter der Tür waren, wollen wir sie jetzt halt irgendwie aufgereiht haben. Das bedeutet aber, dass wir nicht nur in die Kleiderstange investieren, sondern hinterher eben auch noch in Nachkäufe. Das nennt sich übrigens Diderot-Effekt. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ich kann euch das gerne mal hier oben verlinken. Also macht es oft auch einfach Sinn, mal nachzudenken, ob diese Dinge, die wir besitzen, wirklich sinnvoll sind in unserem Besitz. Brauchen wir sie wirklich? Nutzen wir sie wirklich? Machen sie uns irgendwie Freude? Bringen sie uns halt irgendwie einen Nutzen? Haben wir wirklich so richtig aktiv Vorteile dadurch oder haben wir vielleicht sogar Nachteile, weil wir irgendwie gar keinen richtigen Vorteil daraus ziehen können und haben trotzdem irgendwie immer wieder laufende Kosten? Das zweite Auto, was irgendwie auf dem Hof steht, aber nicht genutzt wird zum Beispiel, ist einfach ein unnötiger Kostenfresser. Aber auch das private Fitnessstudio zu Hause, was man sich so nach und nach irgendwie anlegt, aber dann doch nicht benutzt, hat seinen Zweck halt einfach irgendwo verfehlt. Dann kommen wir natürlich auch in den zweiten Bereich, den Bereich Konsum. Wir besitzen natürlich nicht nur Sachen, wo wir nachdenken können, ob die für uns wirklich irgendwie dienlich sind, ob das für uns persönlich eine Bereicherung ist, wenn wir sie besitzen, sondern wir kaufen ja auch regelmäßig immer wieder Sachen. Und auch da dürfen wir halt einfach uns selber fragen,
Brauche ich das wirklich? Ist es wirklich eine Notwendigkeit, dass ich mir das gerade zulege? Habe ich dadurch wirklich einen großen Vorteil? Oder zieht sich dadurch vielleicht auch so ein Diderot-Effekt nach, dass ich nicht nur das kaufe, sondern vielleicht später auch noch das und das und das und das dazu kaufen muss, damit ich das überhaupt vernünftig benutzen kann? Möchte ich diese Gesamtausgabe überhaupt wirklich tätigen? Oder habe ich jetzt durch die Anschaffung vielleicht laufende Kosten, die mir eigentlich gar nicht wirklich in den Kram passen? Bedenkt also wirklich die Folgen jeder einzelnen Anschaffung. Nicht immer nur überlegen, bringt mir das jetzt irgendwie was? Ist die Anschaffung wirklich notwendig? Sondern stellt euch einfach wirklich mal vor, welche Reparaturkosten habt ihr vielleicht in der Zukunft? Jedes Teil, was wir besitzen, möchte auch irgendwie eine Art von Fürsorge haben, wie zum Beispiel einfach eine Reparatur. Möchtet ihr euch wirklich irgendwie immer um die Dinge kümmern? Möchtet ihr euch wirklich irgendwie um die Pflanzen kümmern, die ihr euch zulegt? Oder sagt ihr, nee, diese ständige Dünger kaufen und gießen und sowas alles, vielleicht auch mal Blumenerde kaufen und neue Blumentöpfe und sowas, das ist mir einfach zu viel. Dann könnt ihr euch super vor dem Kauf halt eben schon überlegen, möchtet ihr das wirklich oder möchtet ihr das nicht? Natürlich könnt ihr aber natürlich auch bei den Sachen, die schon in eurem Besitz sind, einfach beschließen, die Dinge abzuschaffen und zu sagen, okay, ich habe im Prinzip mehr Vorteile, wenn ich dieses Ding jetzt einfach abschaffe. Im Bereich Konsum ist es natürlich irgendwie noch einfacher im Prinzip, weil man es gar nicht erst anschafft. Falls ihr da vielleicht irgendwie so ein bisschen Herzschmerz habt oder nicht wirklich wisst, kann ich das wirklich loslassen? Kann ich wirklich irgendwie die Sache aussortieren? Mag ich das wirklich gehen lassen? Oder vielleicht sind es manchmal sogar Geschenke, die man irgendwie nicht weggeben möchte und ihr seid euch nicht sicher, wie ihr da irgendwie am besten mit umgehen könnt, dann verlinke ich euch auch nochmal das Video zum Thema Loslassen und Ausmisten oben. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken, wenn ihr euch mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchtet. Macht euch in jedem Fall auf jeden Fall lange Gedanken, bevor ihr eine neue Anschaffung tätigt. Ich habe zum Beispiel in den letzten Tagen mir ein paar neue Topfdeckel geholt, wo ich lange Zeit der Meinung war, dass ich sie nicht unbedingt brauche. Hab mir aber nie so Gedanken darüber gemacht, dass es nachhaltig Strom spart, weil ich mit Deckel sehr viel weniger Energie verbrauche. Ich muss den Herd nicht so hoch drehen und das Wasser kocht genauso schnell. Ergo ist es eine super Investition jetzt für mich gewesen, diese Deckel anzuschaffen, um auf lange Sicht gesehen zum Beispiel Strom zu sparen. Einfach nur um irgendwie Deckel zu haben, hätte ich sie mir dann zum Beispiel eben nicht gekauft. Schlaft einfach mal wirklich ein paar Nächte drüber, kaufe ich mir das nicht, Vor- und Nachteile aufwägen und sich vielleicht so nach 2-3 Tagen fragen, hey, finde ich das jetzt irgendwie immer noch so wichtig? Denn manchmal sind es ja auch immer so Kurzschlusshandlungen oder wenn wir Dinge im Laden sehen, dass wir dann halt irgendwie immer denken, oh, genau das brauche ich, obwohl wir die ganzen Wochen vorher niemals an so ein Teil gedacht haben. Ja, und nach dem Thema Besitz und nach dem Thema Konsum können wir natürlich auch noch unsere Aktivitäten überprüfen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel mein Fitnessstudio-Abo, was ich früher mal hatte. Und ich hatte leider sogar 2-mal ein Fitnessstudio-Abo mit einer Mindestlaufzeit leider und habe sie beide Male leider nicht vernünftig genutzt. Ich muss sagen, ich bin halt einfach kein Fitnessstudio-Typ. Ich habe das mittlerweile gelernt und natürlich macht es Sinn, Sport zu machen, zum Beispiel. Natürlich macht es Sinn, irgendwie sich für diese Dinge zu begeistern. Aber wenn wir sowas irgendwie anfangen möchten, dann sollten wir darauf achten, dass wir zum Beispiel monatlich kündigen können. Ist diese Aktivität jetzt wirklich so sinnvoll, dass wir uns daran binden, dass wir so viel Geld dafür ausgeben, oder tut es vielleicht auch einfach die Joggingrunde am Nachmittag durch den schönen Park, durch die Wälder, bei der wir frische Luft atmen und auch ganz, ganz viel Spaß haben können? Macht euch vielleicht einfach mal so ein bisschen Gedanken über Alternativen. Was für Aktivitäten macht ihr im Moment? Welches Equipment braucht ihr zum Beispiel auch für die Aktivitäten? Oder welche Aktivitäten wollt ihr in nächster Zeit beginnen? Oder gibt es vielleicht auch Alternativen, für die ihr nicht so viel Equipment zum Beispiel braucht, für die ihr nicht ganz so viel Geld ausgeben müsst und die euch genauso viel Spaß machen? Es muss zum Beispiel nicht immer die Shoppingtour mit der besten Freundin sein, so wie ich das irgendwie früher gemacht habe, bei der man dann wieder super viel Geld ausgibt. Man kann auch einfach mal so einen Spaziergang durch die Stadt machen und sich dann vielleicht trotzdem einfach noch eine Kugel Eis gönnen oder ein Cappuccino, ein Brötchen oder was ihr vielleicht sonst mögt. Das ist eine Alternative, bei der ihr mit Sicherheit sehr viel weniger Geld ausgibt, die aber genauso viel Spaß machen kann.
Denn auch einige Aktivitäten können so einen Diderot-Effekt nach sich ziehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das Hobby Tauchen auf einmal verfolgen möchtet, dann werdet ihr vielleicht über kurz oder lang euch einen Neoprenanzug kaufen, vielleicht irgendwie noch Sauerstoffflasche und einen Schnorchel und eine Unterwasserbrille, so eine Schutzbrille, Flossen. Ich weiß nicht, was man dann auch alles irgendwie an Equipment haben kann oder so, aber das ist mit Sicherheit nicht kostengünstig. Und dann einfach mal abzuwägen, wie oft nutzt ihr das überhaupt? Es gibt so viele Stellen, wo man dann zum Beispiel sich so Taucherausrüstung ausleihen kann. Ist es also wirklich sinnvoll, sich diese Sachen selber zuzulegen? Vielleicht ja. Vielleicht sagt ihr, hey, ich tauche irgendwie dreimal die Woche und wenn ich mir jedes Mal dann einfach einen Taucheranzug ausleihe, dann habe ich irgendwie in 3 Monaten diesen Taucheranzug zusammen. Und zahl im Endeffekt drauf, dann okay, dann legt ihn euch zu. Aber wägt es wirklich ab. Möchtet ihr das unbedingt tun? Gibt es vielleicht doch noch andere Alternativen? Und fragt euch vielleicht auch manchmal, wie nachhaltig ist das Ganze? Denn ich habe auch so das ein oder andere Hobby, wie zum Beispiel das Rumfahren mit dem Auto, irgendwann aufgegeben, denn ich tue es unheimlich gerne. Ich weiß aber, dass das komplett sinnlose Rumfahren mit dem Auto den ganzen Abend unheimlich die Umwelt belastet. Bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht mehr irgendwo hinfahre, aber dann suche ich mir vielleicht einen Spot aus, fahre dorthin, nehme vielleicht auch noch irgendwie was zu trinken oder zu knabbern oder sowas mit, hab da einfach eine schöne Zeit und fahre wieder nach Hause, anstatt so viel mit dem Auto meine Runden zu drehen. Mit 18 habe ich da vielleicht noch ein bisschen anders drüber gedacht, mit 31 nicht mehr. Achtsamkeit ist einfach der Schlüssel. Als ich begonnen habe, meinen ganzen Besitz und meinen Konsum wirklich achtsam zu hinterfragen, hat sich für mich in meiner Welt wirklich unheimlich viel verändert. Ich habe auf einmal gemerkt, was ist mir wirklich wichtig, was brauche ich wirklich und hey, Konsum und Gegenstände machen mich doch gar nicht glücklich. Also im Endeffekt habe ich für mich das Fazit gezogen, weniger ist mehr. Schreibt mir doch gerne einfach mal in die Kommentare, in welchem Bereich seid ihr im Moment dabei, so ein bisschen zu reduzieren, minimalistisch oder frugalistisch. Das interessiert mich sehr, ich freue mich sehr, wenn ich da von euch lesen darf. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr gut durch die nächste Zeit kommt, dass euch das Thema Minimalismus und Frugalismus wirklich hilft, jetzt so die nächste Zeit trotz der steigenden Preise glücklich zu überstehen. Freue mich natürlich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, denn das unterstützt den Kanal, dann werden meine Videos besser angezeigt. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt und schaltet die Glocke ein. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.